Tag. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Mensch, wie sieht das Wetter bei dir aus? Ja, also sag doch erstmal, wo ich lasse, also, ne? Also ich bin herzlich willkommen zur Keine Wochenshow. Ja, Ausgabe 241 und du bist alleine im Keller. Ich bin ganz alleine im Keller, hab's mir mal anders gemütlich gemacht als sonst. Dachte ich, mach mich mal aus der gewohnten Wohlfühlzone raus und setz mich mal woanders hin. Aha. Aber ich glaube, ich sitze ganz gut. Aber wo bist du denn gerade, wenn du schon davon redest, dass du gerade nicht da bist? Man hat es ja schon so ein bisschen vor dem Vorspann gesehen. Ja. Ich bin nach anderthalb Jahren endlich mal wieder auf raus. Rügen. Auf Rügen. Und wo genau bist du denn auf Rügen? Du hast ja mittlerweile schon jeden Zentimeter da erkundet. Nein, nicht jeden Zentimeter. Ich bin ja eigentlich immer so im Südosten von Rügen, auch in Südostrügen, Ostrügen, also so in der, also zwischen Sassnitz und Tiso würde man mich so in der Regel antreffen. Und jetzt bin ich in Binz, an der Kirche stehe ich direkt. Mensch. Ja, hab mir so ein bisschen, versucht ein bisschen in diesem Wind, der heute hier herrscht, so eine kleine lauschige Ecke zu suchen, wo hoffentlich der Wind nicht ganz so doll pustet. Eine kleine lauschige Ecke, das hört sich ja sehr schön an. Ja. Erholst du dich denn auch schön? Ja, geht so. Also bis jetzt, also wir zeichnen, das sollte man vielleicht erwähnen, wir zeichnen Mittwochmittag auf. Genau. Und am Donnerstag wurde, für Donnerstag wurde uns dann Sommer angekündigt. Und mal sehen, ob das dann auch so eingetroffen ist, wenn das abwarten. Dann Sonntag auf Sendung geht. Ne? Abwarten, genau. Ja, und, ist ja so, ja. Ich würde mal sagen, also ja. Ich war ja nun wirklich schon sehr lange nicht mehr in Binz und deswegen ja. Würde ich erstmal so ein paar Binz-Impressionen euch zeigen, ob sich denn in diesen anderthalb Jahren rund um die Hauptstraße in Binz irgendwas verändert hat und das gucken wir uns jetzt mal an. Hier auf Rügen war, habe ich ja so eine etwas depressive Reportage von der Insel gemacht, wo es darum ging, dass ganz viel geschlossen hat, was so ganz lange Bestand hatte auf Rügen. Dazu gehört hier auch die ehemaligen Binzer Bierstuben, ehemals muss man ja leider sagen, denn hier ist jetzt ein indisches Lokal. Ich glaube Mararacha heißt das jetzt. Ich war auch nicht drin, weil ich das gefühlsmäßig ein bisschen boykottiere, obwohl die ja nichts dafür können. Aber soweit ich das gesehen habe, haben die innen nichts verändert, aber das Personal ist eben jetzt anders und hat dann so eine komischen Tobahne auf und naja. Was ich ja richtig merkwürdig finde, also selbst den Biergarten, den brauchen sie nicht. Da haben sie jetzt einen Parkplatz hingemacht. Ja, wenn sie meinen, dass man keinen Biergarten braucht, dass man sich mal draußen hinsetzen kann. Nun ja. Ja. Maharaja Palace heißt das schicke Teil jetzt. Muss man wissen, ob man das besuchen will. Ich meine, sie können ja wie gesagt nichts dafür. Aber wenn man natürlich weiß, was da mal drin war und ja, naja. We'll be right back.
ja immer so ein bisschen die Frage, die dann so kommt, ist es denn voll in Binz? Wenn man sich natürlich die Straßen hier anguckt, ist es natürlich immer relativ voll, aber das täuscht natürlich. Es ist schon sommerlich gut gefüllt, also Binz im Winter ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber es geht, würde ich mal sagen. Viel verändert, würde ich mal so spontan behaupten. Ja, ein bisschen was. Und was natürlich durchaus interessant ist, also es ist auch so ein bisschen so ein kleiner Urlaub von Corona. Das muss man schon sagen. Also wenn man hier so in Anführungsstrichen in der Fremde ist, gewöhnt man sich dann doch wieder so ein bisschen an Menschenmassen, wobei sich das eigentlich alles so ziemlich in Grenzen hält. Also es ist, habe ich so den Eindruck, ein Ticken leerer als sonst, wobei es nicht leer ist, also alles andere als leer hier, ja. Aber es geht und Masken trägt man natürlich, wenn man in der Gaststätte ist und wenn man einkaufen geht, aber es ist schon so ein bisschen wirklich auch so Corona entspannt. Hört sich ja gar nicht schlecht an. Ja. Schön, dass sich da oben so wohl fühlt. Ich hoffe, du kommst noch wieder. Na, mal gucken, ne? Ja, die Woche war ja bisher, ist ja noch eine kurze Woche, wie wir schon festgestellt haben, bisher. Aber also schon, mein Zettel ist voll. Wollte gerade sagen, aber es ist schon einiges passiert diese Woche. Ja. Fangen wir doch einfach mal bei Corona an, ne? Ja, Corona indirekt. Ich würde gerne, können wir erstmal mit Corona anfangen. Ja, fangen wir mit Corona an. Weil ich meine, die Zahlen steigen weiter. Im Grunde pro Woche so um 7 Punkte, ja. Sag ich mal, ja. Bei den Inzidenzzahlen. Ja, wir sind ja jetzt, was sind wir jetzt bei bundesweit bei 25, 27 oder so weit, ne? Und man kann davon ausgehen, dass wir dann bis Sonntag so bei 28, 29, vielleicht sogar 30 sind. Ja, mit Sicherheit, ja. Müssen wir mal gucken. Und es gibt jetzt, also wobei ich nicht so ganz verstanden habe, diese Maßnahmen, die sie da jetzt beschlossen haben, im Grunde haben sie ja gar nicht so viel beschlossen, oder? Ja, eigentlich haben sie nur deswegen beschlossen, dass jetzt sozusagen am 11. Oktober die Tests jetzt kostenpflichtig sind für die, die nicht sich impfen lassen wollen. Oder dann gibt es dann die Testpflicht für Innenräume ab den 23.08. Und dass die Inzidenz unter 35 die Länder selber entscheiden können, wie sie weit lockern oder nicht lockern. Denn dass die medizinische Maske bleibt es festgelegt worden und dass halt die Inzidenz als Maßstab für alles erstmal vorerst weiter bestehen bleibt. Das war erstmal das, was sie in Sachen Corona festgelegt haben, die bei der Bundeskonferenz da am Dienstag. Ja. Ja, das ist so. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also. Ja, es wird spannend werden, gerade mit den Leuten, die sich jetzt nicht impfen lassen wollen. Soll denn um die 15 Euro kosten, denn diese Testpflicht, denn wie sich denn das Leben denn verändert? Weil es sagen ja jetzt schon viele, gerade die Hotelbranche und die Gastronomiebranche, dass dann natürlich wieder Einbrüche geben wird für die Leute, die sich dann nicht mehr in die gastronomischen Einrichtungen begeben werden. Also es wird noch interessant werden in der Hinsicht. Spannend wird ja die Frage, also wenn man. Also ob denn die Leute, wenn sie denn den Test bezahlen müssen, ob sie sich überhaupt noch testen lassen. Richtig, das ist ja das Nächste. Aber wenn du irgendwo hin willst, das heißt Kino, irgendwelche anderen Kultursachen oder auch Essen gehen im Innenräumen, ist das ja dann Pflicht. Und Essen gehen in Außengastronomie wird ja dann im Herbst bzw. Winter ja ziemlich schwer. Ich glaube nicht, dass dann viele Gastronomen dann trotzdem den Außenbereich dann offen halten werden. Hast du das gehört von der Schulanfangsparty in Borgsdorf? Nee, davon habe ich leider nichts gehört. Es gab bei Privatleuten in Borgsdorf letztes Wochenende eine kleine Party zum Schulanfang. Ach, da schon. Waren auch so diverse Gäste waren da. Problem war, dass ich weiß nicht genau, ob die Familie selbst oder Gäste der Familie vorher im Urlaub waren, im Ausland. Eigentlich hätte die Quarantäne noch einige Tage angedauert. Ja, mindestens 5 Tage. Ja, ich glaube 2 Tage hätte sie noch gedauert. Und statt quasi die Quarantäne abzuwarten, haben sie mal eine schöne Party veranstaltet.
sollte man nicht machen zu unseren Zeiten. Stichwort ja, Party. Und dann, ja. Und, nee, dann, aber dann kommt ja noch hinzu, dass sich dann Leute nicht darüber aufregen, dass diese Party gefeiert wird unter diesen Umständen, sondern die Leute regen sich darüber auf, dass andere Leute das gemeldet haben. Ja, siehst du, ja. Kannst du mal sehen. Wie also immer so dieses, der Denunziant und, ja. Und also. Ja. Du, das verschärft diese Spaltung der Gesellschaft, verstärkt sich enorm durch diese Sachen. Ja. Aber das ist leider irgendwo nicht verhinderbar, weil natürlich jeden das seine machen lässt und dementsprechend ist es halt so, dass da halt jeder sich dann da genötigt fühlt, irgendwas zu unternehmen oder auch nicht. Stichwort Party, am Wochenende war ja die Club Culture Reboot Sache in Berlin. Das heißt, es wurden Clubs geöffnet, wo man feiern konnte, ohne Abstand, ohne Maske und voll Haut drauf. Der ganze lief in sechs Berliner Clubs, zum Beispiel Festsaal Kreuzberg, SO36 waren dabei, der KitKat Club war dabei und es war so, dass die halt vorher einen PCR-Test machen mussten und dann konnten sie sozusagen, nachdem sie negativ war, feiern gehen. Das Ganze sollte ist ein Projekt über die ganze, muss ich mal kurz gucken, wer das halt finanziert ist, unter Save the Night und da wurden sozusagen das Ganze mal geguckt, wie das sein wird. Das Ganze wird auch noch in einer Woche sozusagen nochmal geguckt, ob danach sich irgendwelche Leute angesteckt haben. Aber bis jetzt kann man sagen, top, soweit es geht, gab es nur, glaube ich, nur vier Verdachtsfälle. Aber an sich nicht schlecht, soll so sein. Sobald du dann ein Ticket erwirbst, musst du gleichzeitig so einen PCR-Test machen. Mal gucken, ob sich das denn für die Herbst-Wintersaison etabliert. Mal schauen. Und Überraschung, die Schlossparknacht in Oranienburg findet statt. Ja, die finde ich ist cool. Und es gibt jetzt auch die lange. Also, ja, erzähl. Die hätte ja eigentlich gestern stattgefunden, ne? Ja. Am Sonnabend. Ja. War abgesagt und eigentlich hat auch irgendwie keiner so richtig damit gerechnet. Und jetzt plötzlich letzte Woche kam die Ankündigung: Ach, wir feiern eine Schlossparknacht. Yeah. Am letzten Sonnabend im August, am 28. August. Mensch, ich bin leider nicht da. Oh, wir können bestimmt auch. Toll. Dafür gibt es jetzt aber auch in Berlin lange Film, in Impfnächte in der Arena Terepto. Da kannst du schön Party machen am 9.8., war bereits am 11.8. und am 13.8. Also ist doch eine schöne Sache, dass man Party machen kann mit illustren DJs und dann kann man sie dann nebenbei noch impfen lassen. An sich ein gutes Konzept, mal gucken, ob es wirklich aufgeht. Gibt es da Alkohol? Mit einer Sicherheit nicht, weil das verträgt sich ja nicht. Sollte man mal dazu sagen. Alkohol und Impfen sollte man nicht zusammenpacken. Aber dafür habe ich auch ein Bierchen mitgebracht. Ich habe nämlich auf Facebook gelesen, dass sich da ganz viele Leute drüber aufregen, weil Alkohol, und dann kriegen die dann Alkohol, wo jemand denkt, ja, die kriegen keinen Alkohol. Aber man kann sich ja trotzdem mal aufregen. Ne? Ja, ist immer schön, sich aufzuregen. Also, was haben wir denn hier? Schoppebräu Berlin haben wir ein XPA. XPA heißt es. Ein Indian Pale Ale. Handwerksbrauerei seit 2001. Davon hatten wir auch schon mal ein Bierchen gehabt. Aber soll ich dir mal sagen, dass da nicht mehr draufsteht? Unfiltriert, kann daher natürlich einen Bodensatz enthalten. Schoppelbräu aus Berlin, Schönhauser Allee. Obergäriges Starkbier, Strong Ale. Zutaten, Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen. In Klammern Perle, Kaskade, Sinnlut, Simnui, Amarillo. Also es scheint die Hopfensorten zu sein. Und das Ganze mit Ehlhefe versetzt. Sehr schön, das machen wir uns jetzt mal auf. Wie viel Umdrehung? Ist aber nur 0,3 Flasche, 7%. Mensch, das geht ja. Sollte. Na dann Prost. Und ich würde sagen, so als kleinen Cliffhanger, während du dir das Bier eingießt, zeige ich euch und Ihnen nochmal einen kleinen Film. Und zwar ist ja immer wieder interessant, was sich in Prora tut. Ja. Und ich war diese Woche schon mal, also ich war in Prora natürlich, um mir das mal anzugucken, wie es da jetzt aussieht. Und es hat sich mächtig was getan, auch in Sachen Infrastruktur. Und das gucken wir uns jetzt mal an, Prora 2021. Thank you.
sehe, was hier so in den letzten 2 Jahren passiert ist, alleine schon dieser gepflasterte Weg und diese Betonwüste, die jetzt zwar schön oder die jetzt zwar saniert ist, aber jetzt ja auch alles andere als schön aussieht, das muss man ja auch an der Stelle mal sagen. Es gibt hier ein Hotel, es gibt hier ein betreutes Wohnen und ganz hinten ist dann plötzlich Schluss, diese Mauer, die man vielleicht hier sieht, und dann kommt dann noch mal so ein alter Bau. Was ich ein bisschen albern finde, ein Mariandel am Meer. Das war ein Hotel, was hier so aussieht und in so einem Bunker sich befindet, Mariandel nennt. Bei Mariandel fällt mir sowieso eher dieses Musikstück ein. Mariandel, aus dem Wald. Ja, genau. Und passt irgendwie nicht zu diesem Bau. Mariandel. Ja, dann gibt es hier plötzlich ein Edeka. Und es ist so ein bisschen der Start, quasi was für die Infrastruktur hier im Ort zu tun. Denn Prora hatte ja eigentlich überhaupt nichts. Und der Edeka ist so ein bisschen der Start, dass die Leute, wenn sie dann hierher kommen, auch was kaufen können. Ne? Die in diesen schicken Hotels, naja, diesen teuren Hotels, schick sind sie jetzt nicht, aber dass sie hier was können. Und nebenan ist gleich der sogenannte Glaspalast, wo der Bücherrestpostenmarkt stattfindet. Also es tut sich hier einiges. Wenn man jetzt mal Edeka mitzählt. Jetzt bin ich eigentlich an der Stelle, wo ich eigentlich hin wollte. Das ist das KDF, was man so kannte, der Südteil quasi. Es ist eine immer noch gruselige Mischung aus Ruine, so wie das hier, und Neubauten, beziehungsweise sanierten Bauten. Neu die ja alle nicht. Wir haben ja gerade schon gesehen, direkt neben gegenüber dem Mariandel die Schutthalde, der fast zusammenbrechende Bau, der da rumstand. Ja, es ist krass. Einerseits finde ich es natürlich schön, dass aus diesem toten Ort jetzt was wird. Andererseits finde ich trotzdem noch, dass es ein
bedrückender Ort ist. Also ich finde, dass ich jetzt nur dadurch, dass die das jetzt hier saniert haben, dass es jetzt nicht sehr viel besser geworden ist. Es ist immer noch bedrückend, es ist immer noch der Koloss von Rügen. Koloss bleibt Koloss, sage ich mir mal. Aber es sieht ja immer noch alles gleich aus. Es ist immer noch dieselbe Betonwüste. Der Denkmalschutz, der macht es wahrscheinlich, dass es auch keine andere Farbe haben darf. Es ist eine Farbe, es ist ein Koloss. Egal, was da nun drin ist, egal wie viele, weiß ich nicht, Häuser oder wie viele Hotels oder sonst was. Es ist immer dieselbe Suppe. Insofern, ich kann mir nicht vorstellen, hier in Prora Urlaub zu machen, auch wenn sich jetzt hier ein bisschen was entwickelt, auch wenn es jetzt einen Supermarkt gibt und sich ja da sicherlich noch einiges ansiedelt. Und tja, das ungefähr hier, wahrscheinlich im Bau dahinter, war mal das NVA-Museum. Und wenn selbst dafür nicht mal Platz ist in so einer, in diesem Koloss, dann ist das wirklich sehr, sehr traurig. Ja, das war's aus Prora. Schön ist anders. Ja, also ich finde es schon wichtig, dass Proa jetzt ein bisschen Infrastruktur bekommt. Aber ich war ganz überrascht, dass da jetzt plötzlich ein Supermarkt im Ort war. Aber es ist so eins der Dinge, die dieses Ostseebad zum Ostseebad werden lassen. Und ich denke, da passiert doch ganz, ganz viel. Ja, finde ich gut. Jetzt zu meinem Bierchen, also ist ja wohl sagenhaft. Das ist bernsteinfarben. Schöne, feste Blume, nicht so wie die letzten Mal, dass sie gleich verfallen ist. Schöne, ja, Naturfarben, sagen wir, kann man schon sehen. Ey, jetzt bin ich gespannt. Ui, es ist eine Bitternote, eine ganz extreme untergründige Zitrusfrucht. Ist halt nochmal extremer bitterer Abgang, aber für so ein deftiges Fleisch oder so, wenn man so ein Steak richtig in eine Pfanne haut, ist es unglaublich gut. Ist jetzt kein Bier, was man sich jetzt abends wirklich mal so nebenbei bei Fernsehgucken trinkt, sondern das muss man wirklich intensiv auch schmecken. Also es ist ein sehr geschmacksintensives Bier. Also mir gefällt es ganz gut, weil man sich darauf dann wirklich konzentrieren kann. Also wie gesagt, auch ein lustiges, wie nennt man, Etikett, X-Paar, sehr modern, also ganz unklassisch eigentlich für so eine Brauerei, mit Graffitis drauf. Naja, Schoppe Brau Berlin. Wunderbar. Ja. Wir müssen nochmal über Olympia reden. Olympia, ja. Obwohl ja. Über den modernen, ja. Über den modernen Fünfkampf? Über den unmodernen Fünfkampf. Ja, den unmodernen Fünfkampf war man nicht weiß. Das hat man doch vor letzter Woche schon gehabt mit den Pferden. Ja. Was ein Pferd eigentlich bei Olympia zu tun hat, ja. Und was passiert, wenn und ein Pferd versagt. Das setzt schon dem nochmal die Krone auf. Und das war das, was jetzt dazu führte, dass jetzt eine heillose Diskussion zu der guten Dame, ich habe ja schon den Namen vergessen. Annika Schleu. Aber vor allem auch ihre Trainerin Kim Reisner. Ja. Genau, die durfte ja dann sofort ja abreisen. Naja, nicht ganz sofort, aber dann irgendwann. Ja, also man muss ja dazu natürlich sagen, es ist nochmal ein Unterschied. Bei den normalen Reitern, sage ich mal, sind es ja Athleten. Die eigenen Pferde. Pferd, die kennen sich ja lange, ja. Aber genau, sind ja eigene Pferde. Aber beim modernen Fünfkampf wird dem Athlet oder der Athletin ein Pferd zugelost und das 20 Minuten, bevor der Wettkampf losgeht, ja. Also, das ist ein Unding, das ist ein absolutes Unding. Da können sich Reiter und Pferd überhaupt nicht aufeinander einspielen, beziehungsweise auch nicht mal Vertrauen schaffen. Ist doch klar, dass denn ein Pferd auch gerne mal sagt, nee, mache ich nicht. Ja, und vor allen Dingen, wenn dann eine Reiterin drauf sitzt, die dann irgendwie Panik bekommt und einen Heulkrampf und dann darauf auf das Pferd einschlägt. Also da hält sich mein Verständnis in relativ engen Grenzen. Einschlagen würde ich jetzt nicht sagen, aber sie hat halt mit der Gerte hinten drauf gehauen, ja. Aber, und hau noch mal richtig drauf, hau noch mal drauf, hat die Trainerin gesagt. Ja, die hat das ja nicht mehr gescheckt, die war ja schon da durch gewesen, die gute Dame. Also vor allem, dann hat sie halt, ich hab's nicht gesehen, aber ging ja dann, dass die Trainerin mit der Faust noch nachgeboxt haben sollte. Ja, das ist das Schlimmste gewesen. Also,
Ja, also das geht natürlich gar nicht. Also man kann ja dann sozusagen, ist ja legitim bei mittlerweile, also nicht legitim, also es ist ja üblich, dass man mit der Gerte ja schon den Pferd, der sozusagen zeigt, wer der Reiter ist, und dass man da schon zeigt, wo geht's lang. Aber natürlich, es ist sowieso typisch wieder, alle Welt ist auf jemanden gerichtet und dem passiert was normalerweise nicht passieren sollte. Dinge. Also ist wie wenn du in der Öffentlichkeit, wenn du deinem Kind wenn er was anstellt, eine kleine Backpfeife gibt, was einem normalerweise nicht schlimm ist, aber sobald der Fernseher dabei ist und die sieht jemand, regen sich natürlich 5 Milliarden Menschen drüber auf, wie das sein kann, dass du deinem Kind eine Backpfeife gibst. Und genauso ist es der Defekt ja auch. Das Pferd hat nicht gehört und du hast ihm eine Gerte ins Kurz gegeben, weil vielleicht dem Pferd auch gar nicht so wehgetan hat, aber das war halt eine Sache. Naja, aber irgendwas muss ja mit dem Pferd gewesen sein, dass es so überhaupt nicht vorher schon haben, ja. Das muss ja vorher schon mit dem Pferd irgendwas gewesen sein. Also bevor überhaupt mit dem Turnier angefangen hat, beziehungsweise mit dem Lauf angefangen hat. Ja. Lass uns zu den Promi-Geburtstagen der Woche kommen. Warte mal, wo ist Marcel? Da. Er ist ja übersichtlich, wa? Ja, geht so. Sehr übersichtlich. Am Montag. Also ich habe 45 geworden. Die Schauspielerin, genau. Audrey Tau, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Tutu. Ja. Von der wunderbaren Welt der Amelie, Kenningsen. Und bei, was hat es noch gemacht? Illuminati, ne? Keine Ahnung. Ja, so in der bin ich schon bei Dienstag. Nee, Mittwoch, ich Montag, dann, immer noch. Was noch mehr? Immer noch. Peter Mensch. Harz. Ach, der ja gezeichnet ist. Also man verbindet ihn eigentlich nur mit Hartz IV und also eigentlich ist es schon ein bisschen traurig. Ja, überleg doch mal, eigentlich sagst du Hartz IV-Reform und kennst den Typen eigentlich gar nicht. Aber Peter Hartz ist 80 geworden. Ja, dann bin ich beim Donnerstag schon. Nee, ich bin noch beim Dienstag und da ist die YouTuberin und ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, Entertainerin, keine Ahnung, Katja Krasavice ist 25 geworden. Kennt ihr nur irgendjemand? Ja. Kannst du sicher sein. Okay, jetzt bin ich jetzt bei Donnerstag weitermachen oder hast du noch irgendeinen Mittwoch? Ich habe am Donnerstag Pistol Pete Sampras, ehemaliger Weltmeister erst im Tennis, ist 50 geworden. Der Schauspieler Dieter Landouris ist 60 geworden. Ja, dann bin ich schon wieder bei Freitag. Bitte. Ja. Mit Heike war ihre erste Sendung auf Viva. Heike Makatsch ist 50 geworden. Ja, zuletzt bekannt durch ihre Rolle in Alles dicht machen. Ah, ich dachte, meinst du jetzt diese Querdinger-Sache? Ja, meine ich auch. Ja, das war ja leider hat sie nach einem halben Tag festgestellt, macht doch nicht so Spaß. auch 50 geworden ist Moritz Bleibtreu. Auch Schauspieler. Und dann sind wir bei Sonnabend, die Schauspielerin ja. Hailey Berry. 55 geworden. Ja. Und damit bin ich durch. Und der Musiker David Crosby von Still Stark and Nash Crosby ist 80 geworden. Hatte gerade ein neues Album draußen. Apropos, hast du eine CD? Habe ich bei. Diesmal habe ich eine CD. Eigentlich würde ich es ja gerne jetzt in meinen Händen halten, aber Amazon war nicht schnell genug. Ich habe es mir nur auf Amazon Music angehört jetzt die ganze Zeit und zwar Heavy Water. Heavy Water mit ihrem tollen Debüt Red Brick City. Heavy Water ist eigentlich ein Corona-Projekt, wenn man so sagen will, weil der eigentliche Sache besteht aus Vater und Sohn. Vater ist Biff Buford, bekannt auch von Saxon, der New Wave of British Heavy Metal Combo Saxon, die es seit Ende der 70er gibt, und seinem Sohn Zepp. Und die haben gedacht, wir haben gerade nichts zu tun, wir haben ein bisschen was auf YouTube gestellt, was wir ein bisschen was zusammen Musik machen und dann machen wir doch gleich mal ein Album draus. Und dabei ist Red Brick City entstanden und es unglaublich gut. Zwei Generationen machen gemeinsam Musik, zwei verschiedene Generationen. Und es harmoniert wirklich gut. Der Vater, der wirklich aus diesem Bereich des New Wave of British Heavy Metal stammt, sein Sohn macht eher so Soundgarden, Grunge-Musik und das passt komischerweise gut zusammen. Die Stimme von Buford ist ja eher hoch und dadurch diesen anderen Gesangspart von Zepp harmonierte schon sehr gut. Revolution ist das perfekte Beispiel, gibt es auch als Single mittlerweile und Red Brick City als Single und sonst sind das ganze Album so 10 Songs und die laufen wirklich gut durch und es macht wirklich Spaß, dieses Album zu hören, weil es halt nicht in wirklich ein Genre passt, aber es ist stark Alternative-lastig, ist stark Metal-lastig, es passt unglaublich in die heutige Zeit. Natürlich ist die Frage, natürlich, wenn die ganze Corona-Pandemie-Kram vorbei ist, ob es dann überhaupt noch ein zweites Album geben wird oder ob die jeweiligen Personen mit ihren eigenen Bands wieder alleine unterwegs sind. Aber für jetzt ist es Heavy Water mit Red Brick City ein großartiges Album. Wir haben einen ernstzunehmenden Landratskandidaten. Hast du das mitbekommen? Nein. Nee, erzähl. Und zwar tritt an für die CDU der Kremner Bürgermeister Sebastian Busse.
Ui, nein, den kennst du ja. Du hast ihn ja schon erlebt und denkst du, dass das ein guter Kandidat ist? Das kann ich nicht einschätzen, aber er ist auf jeden Fall ein deshalb ernstzunehmender, weil er halt bekannt ist. Also es ist schon ein guter Schachzug von der CDU, jemanden zu nehmen, der bekannt ist, von dem man, glaube ich, einigermaßen annehmen kann, dass er das auch kann, weil Verwaltung ist ja auch Verwaltung ganz viel. Mhm. Also ich glaube schon, dass da die CDU einen guten Schachzug gemacht hat und ich bin gespannt, wie die anderen Parteien nachziehen. Es gab ja irgendeinen Kandidaten von der SPD, wo ich den Namen noch nie gehört habe, doch schon wieder vergessen habe. Aber ich weiß auch nicht, ob es jetzt so ein SPD-Komplettkandidat ist oder nur irgendein Ortsverein, den aufgestellt hat. Das kann ich dir auch nicht sagen. Als wäre denn das erste, wenn jetzt CDU gewinnen würde, das erste Mal seit der Wende, dass halt nicht ein SPD-Landrat in Oberhavel wäre, oder? Ja. Damit sind wir am Ende dieser Sendung und zum Abschluss gibt es noch ein paar nächtliche, abendliche Binz-Impressionen. Wow. Ja. Damit wollen wir uns verabschieden, oder ich mich, von Rügen und dennoch frage ich dich, was war denn das hier? Keine Wochenshow und mein Bier ist noch nicht mal zur Hälfte alle. Ja. Bis zur nächsten Woche und auch dann wieder mal gucken von wo. Okay, bis dann, tschüss.